Durststrecke beendet. Die Bundesregierung hebt das Verteidigungsbudget an. In den nächsten Jahren sollen 16 Milliarden Euro investiert werden. Im Studio ist Ex-Verteidigungsminister Generalmajor Thomas Stalinger. Hohes Risiko zeigt die Corona-Ampel diese Woche für ganz Österreich an. Die Herbstwelle baut sich immer weiter auf. Und das Wahlkampffinale im Fernsehen. Heute Abend haben alle 7 Bundespräsidentschaftskandidaten im ORF ein Interview gegeben. Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zur ZIP-Nacht. Die Budgeterhöhung für das Bundesheer, die fällt weniger satt aus als ursprünglich gedacht, aber das hindert die Regierung nicht daran, heute von einem guten Morgen für das Heer zu sprechen. Gut 5 Milliarden Euro zusätzlich sollen in den kommenden 4 Jahren ins Heer fließen. Modern, agil und für den Ernstfall gerüstet. Das Bundesheer zeigt sich gern als Armee des 21. Jahrhunderts. Die Realität sieht jedoch meist anders aus. Veraltetes Gerät zu Lande und in der Luft, das Ergebnis jahrzehntelanger Einsparungen. Doch das soll sich nun endlich ändern. Es freut mich wirklich sehr, dass wir gemeinsam das Verhandlungsziel erreicht haben, unser Landesverteidigungsbudget schon im kommenden Jahr um 680 Millionen Euro aufstocken werden. 0,7% der Wirtschaftsleistung sollen es nächstes Jahr werden, bis 2027 dann 1,5%. Viel Geld, aber noch lange nicht genug, sagt der Militärexperte. Es ist nicht nur in Summe zu wenig Geld, es ist vor allem erheblich weniger, als was versprochen wurde zu Beginn des Ukraine-Konflikts. Künftig mit einberechnet werden im Budget nun auch die Bundesheerpensionen. Ein Trick, meint Kahner. Das Verteidigungsressort ist ja offensichtlich das einzige, bei dem das so gehandhabt wird, bei den Pensionen. Vorstellbar ist nur, dass man diesen budgettechnischen Trick angewendet hat, damit man eben auf ein nominell höheres Budget kommen kann. Nein, kein Tarnen und Täuschen beim Budget, heißt es dazu von der Regierung. In seiner Zeit als Verteidigungsminister hat Thomas Stalinger 2019 mit drastischen Einschätzungen zur finanziellen Lage des Bundesheeres von sich hören lassen. Wir wollen ihn jetzt zu seiner Einschätzung der aktuellen Lage befragen. Guten Abend, Herr Stalinger. Guten Abend, Herr Lindner. Herr Stalinger, in einem Lagebericht als Verteidigungsminister, da haben Sie 2019 zusätzlich 16 Milliarden für das Heer bis 2030 gefordert. Jetzt werden es in den kommenden 4 Jahren insgesamt 16 Milliarden. Sie müssten zufrieden sein, oder? Absolut, und ich muss ein bisschen schmunzeln, auch ob der Diskussion, die da jetzt eingesetzt hat, wie ich damals diese 16 Milliarden Euro vorgeschlagen habe, ist das eher belächelt worden. Und jetzt ist es umgekehrt, jetzt schlägt die Frau Verteidigungsministerin nicht nur vor, sondern ist gesetzlich gesichert, dass in den nächsten 4 Jahren 16 Milliarden Euro in das Bundesheer investiert werden, und es scheint zu wenig. Also ich würde absolut das Gegenteil behaupten. Es sind zwei Dinge jetzt eingetreten. Zunächst einmal, ich habe ja nur eine Forderung aufgestellt. Jetzt haben wir ein Bundesfinanzierungsgesetz, das über die nächsten 5 Jahre geht, der mal klar beschreibt, wie der Budgetpfad ausschaut. Und vor allem ist dadurch eine langfristige Planbarkeit gegeben. Das ist einzigartig in der Geschichte des österreichischen Bundesheeres. Also man kann fast sagen, Sie sind entzückt. Jetzt kennen Sie das Bundesheer sehr, sehr gut. Wo wird das Geld denn am dringendsten gebraucht? Ja, das ist heute ja in dem Video von Generalmajor Hofbauer sehr gut dargestellt worden. In diesen 3 Grundbereichen: Mobilität, Schutz und Wirkung und Autarkie und Nachhaltigkeit. Ein großer Punkt war da immer die Luftraumüberwachung. Da haben Sie auch gesagt, dass Österreich nicht sehr gut aufgestellt ist in Ihrer Zeit. Jetzt werden da Nachtsichtgeräte angeschafft für die Eurofighter, damit man mit denen auch in der Nacht fliegen kann, was ja bisher eigentlich technisch nicht wirklich machbar war. Reicht das oder braucht es mehr in puncto Luftraumüberwachung? Es sind mehrere Dinge. Zunächst einmal natürlich die vorhandenen Eurofighter entsprechend auszustatten, damit sie nicht nur in der Nacht fliegen können, sondern auch in der Nacht Flugzeuge erkennen und ihren Aufgaben nachkommen können. Dann zusätzlich ist natürlich jetzt die Zahl der Eurofighter die Frage, dass ich wirklich 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche entsprechend die Luftraumüberwachung sicherstellen kann. Und der dritte Punkt ist, wie bilde ich meine Piloten aus? Brauche ich ein zusätzliches Flugzeug? Aber da gibt es unterschiedliche Projekte und Vorschläge seitens des Verteidigungsressorts. Ich bin sicher, dass das in der nächsten Zeit entsprechend umgesetzt wird. Ja, künftig werden jetzt die Bundesheerpensionen, wir haben es gehört, im Beitrag als Teil des Budgets gerechnet. Das sagt die Regierung, das ist international üblich. Aber Kritiker sagen, das ist eigentlich ein Trick, weil nur so kommt man dann insgesamt auf diese 1,5% des BIP. Und anders wäre sich das gar nicht ausgegangen. Was sagen Sie? Ja, wieder ein mildes Lächeln von meiner Seite. In dem Bericht Unser Heer 2030 haben wir vorgeschlagen, bis zum Jahr 2030 ein knappes Prozent, um das Bundesheer entsprechend wieder
fit zu machen für die Aufgaben. Jetzt haben wir bis 2027 eine Erhöhung auf 1,5% des BIP. Und das zeigt schon dieser Vergleich, dass es jetzt nicht um diesen Minimalanteil von Pensionen geht, der übrigens international wirklich üblich ist, in das Verteidigungsbudget reinzurechnen. Wichtig ist, dass er unter dem Schritt jetzt in den einzelnen Planungsschritten die notwendigen finanziellen Mittel da sein werden. Ja, letzte Frage jetzt noch mit bitte um eine kurze Antwort, weil jetzt wurde insgesamt zwar das Geld erhöht, aber wäre es nicht sinnvoll gewesen, dass man davor noch mehr darüber redet, in welcher Sicherheitsarchitektur man das österreichische Bundesheer haben will? Also was ist denn mit der Debatte um die Neutralität? Das ist nach wie vor der große Elefant im Raum. Da gibt es eine kurze Antwort drauf. Bevor wir über die Neutralität diskutieren, müssen wir in der Lage sein, unsere bestehende Neutralität entsprechend militärisch verteidigen zu können. Und das ist jetzt mit dieser neuen Budgetlinie gewährleistet. Herr Stadinger, vielen Dank, dass Sie sich so spät heute noch die Zeit genommen haben. Gerne. Danke sehr. Und wir beschäftigen uns jetzt wieder mit der Verbreitung des Coronavirus in Österreich. Die Herbstwelle, die schlägt jetzt auch in den Krankenhäusern voll durch. Die Corona-Ampelkommission spricht hohes Risiko, und zwar für ganz Österreich aus. Die Zahl der positiven Tests, die ist derzeit so hoch wie seit April nicht mehr. Obwohl viel weniger getestet wird, die Infektionszahlen steigen. Die Corona-Ampel zeigt hohes Risiko in ganz Österreich, was sich auch in den Spitälern widerspiegelt. Zuletzt ist die Zahl der Menschen, die mit Covid-Diagnose in einem Krankenhaus betreut werden, wieder steil angestiegen. Auf den Normalstationen sind es aktuell 2016 Patientinnen und Patienten und damit zum ersten Mal seit Mitte April wieder mehr als 2000. Eine Überlastung des Systems befürchtet der Virologe aber derzeit nicht. Es wird weitere Wellen geben, wir sind gerade in einer drin. Die wird durchaus Zahlen erreichen von her im Frühjahr, März, April, möglicherweise sogar ein bisschen drüber. Aber aufgrund einer doch in der Zwischenzeit guten Immunitätslage in der Bevölkerung ist eine Überlastung der Sanitätsstrukturen durch Corona nicht wirklich zu befürchten. Denn seit Jänner ist Omikron die vorherrschende Variante, zwar sehr ansteckend, aber mit milderen Verläufen. Begünstigt wird die Ausbreitung jetzt aber durch die sinkenden Temperaturen, dann könnte auch wieder flächendeckend getestet werden müssen. Ein Labor in Mödling wird zentral die Schultests abwickeln. Wir haben derzeit hier optimiert die Räumlichkeiten, das Labor auf 350.000 Tests pro Tag. Wir sind skalierbar, sehr, sehr schnell, wenn der Abruf kommt. Bis zu einer 500.000 Tests pro Tag können ausgewertet werden mit der Garantie, dass alle Schulen vom Neusiedlersee bis zum Bodensee innerhalb von 24 Stunden ihre Testergebnisse bekommen. Im ORF fand heute Abend die finale Befragungsrunde mit den 7 Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl am Sonntag statt. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen verteidigt dabei seine bisherige Amtsführung. Man könne es nicht allen recht machen, sagt er. Den einen habe ich zu lange geschwiegen, den anderen habe ich schon zu viel geredet. Ich weiß noch gut, wie Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, mich bei den geringsten Abschweifungen von der jeweiligen Regierungslinie versucht hat, nicht an die Kandare zu nehmen, das wäre jetzt zu stark, aber er stand gleich bei mir in der Hofburg, sagen wir so. Ne, das war schon zu viel. Anderen, auch alten Freunden von mir, war es bei anderen Gelegenheiten zu wenig. Alexander Van der Bellen, laut Umfragen am nähesten ist FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz. Er geht davon aus, dass er in die Stichwahl kommt, sofern es eine solche gibt. Wenn ich der Meinung bin, dass dieser Wirtschaftskrieg einen Neutralitätsbruch darstellt, dann werde ich auf diese Regierung einwirken, das aufzuhören. Und wenn sie es nicht tun, wenn sie auch das Vetorecht nicht einsetzen, dann kann es für mich durchaus plausibel sein zu sagen, diese Regierung hat in essentiellen Dingen, die Österreich und seinen Bewohnern schadet, versagt. Mehr dazu dann am 9. Oktober. Letzter Programmpunkt jetzt bei uns, der Blick aufs Wetter. Morgen setzt sich nach und nach die Sonne durch. Es wird windig und am Nachmittag wieder recht mild mit Höchsttemperaturen zwischen 17 und 23 Grad. Teils sonnig, teils nebelig verläuft dann das Wochenende und am Samstag ziehen von Deutschland her einige Regenschauer durch. Das war die letzte Zeit im Bild des Tages. Von uns allen hier noch eine gute Nacht.